Und hallo YouTube, willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Skyrim Enderal, Enderal Mod. Wir sind hier mit Aixon, oder? Das I da drin verwirrt mich. Ich würde ihn gerne Aixon aussprechen, aber das I ist fehl am Platz. Keine Ahnung, mag den Namen nicht. Und wir sind hier in einem komischen Kerker und wir haben in der letzten Folge die Prüfung angefangen, aber da haben wir irgendeinen Trank trinken müssen und jetzt sind wir hier. Und jetzt wissen wir nicht, ist das ein Drogentraum, den die magischen Pilzsporen verursacht haben, zusammen mit dem Zaubertrank. Also wenn man schon magische Pilzsporen atmet und Zaubertränke trinkt, da ist es ja nicht weit zur Halluzination. Oder sind wir hier wirklich unten und ihr seid nicht real, nicht wahr? Komm, ich weiß, das ist hier eine Illusion. Weg mit dir. Ich weiß, dass ich nicht real bin. Zumindest nicht nach eurer Definition des Wortes. Aber was ist denn schon Realität? Wenn ich euch sagen würde, dass ihr in Wahrheit mit eurem Freund Sirius zusammen tot auf dem Meeresboden liegt und alles bis zu diesem Punkt, eure Reise nach Ark, die Suche an der Sonnenküste, nur ein Traum ist, könntet ihr den Unterschied erkennen? Ja, aber wenn ich tot wäre, würde ich nicht träumen. Nein, denn ihr wollt nicht tot sein. Und deshalb würdet ihr alles daran tun, diesen Traum als Realität zu verteidigen. Außer natürlich, ich träume das in diesem letzten Moment, bevor ich sterbe. Also praktisch, ich bin fast tot und dann zoomt mein Geist halt raus und sagt, no, wir flüchten jetzt in den Traum. Aber die Sache ist halt, wird nicht lange halten. Und die Tatsache, dass wir Sinneswahrnehmung haben, längere Zeit das Ganze erlebt haben, und so weiter und so fort, sagt mir, es ist Realität. Natürlich ist nur immer das Realität, was für einen gerade Realität ist, das stimmt schon. Weil man natürlich nur immer, es ist ja nur das Real, was ich sehe und was meine Sinne wahrnehmen, ist ja meine Realität. Und das muss ja alles vom Gehirn interpretiert werden. Das Gehirn macht dabei auch viele Fehler und alles. Ich meine, optische Täuschungen sind ja effektiv auch Realität, bis man die Täuschung erkennt, weil bis dahin das Gehirn das als Realität wahrnimmt. Also, da hat er schon einen Punkt, aber wenn er nicht real ist, dann, wenn er sagt, er ist nicht real, dann ist er nicht real, dann ist das hier ein Traum. Und ja, wie könnte ich träumen, wenn ich in Wahrheit tot bin? Macht nicht viel Sinn. Das vor allem. Wenn dann kurz vor dem Tod, aber dann würde das nicht lange halten, weil dann würde ich ja kurz danach sterben. Auch wenn ja Zeitwahrnehmung im Traum anders ist, so anders geht's dann doch nicht. Was bedeutet schon Zeit für die Toten? Die letzte Sekunde, bevor eure Lunge zerreißen könnte. Jener letzte kleine Moment allein könnte euch hier als Ewigkeit erscheinen. Aber was rede ich da? Ihr seid stur und euch zu überzeugen ist mühselig. Ich bin ohnehin nur ein Auge. Nun lasst mich alleine, bevor wir den Unterdrücker noch weiter erzürnen. Er mag keine Worte. Er mag das Schweigen. Und wer ist der Unterdrücker? Eigentlich ein interessanter Gedanke. Ja, gut, das mit Realität, das ist natürlich immer ein interessanter Gedanke. Das ist, hier in dem Spiel könnte man so, das macht so viele Fässer auf, wo man so lange philosophieren könnte. Was ist Realität? Ist deine Realität meine Realität? Höhlengleichnis etc. Was ist eigentlich real? Die Sache ist halt, es gibt eine Realität und man hat halt zu akzeptieren, oder man muss annehmen, dass das, was man halt wahrnimmt, die Realität ist. Vor allem, wenn die Konsequenzen logisch sind. So erkennt man ja tatsächlich ja so, wenn man ja luzid träumen lernen will, das kann man ja tatsächlich erlernen. Also wer nicht weiß, was luzides Träumen ist, das ist praktisch, wenn man träumt und weiß, dass es ein Traum ist. Also über Träume hat man ja normalerweise keine Kontrolle, da passiert einfach irgendein Unsinn halt. Aber wenn man luzid träumt, dann kann man halt seinen Traum kontrollieren. Und um das zu schaffen, muss man halt meistens erkennen, dass es ein Traum ist. Das heißt, du musst schlafen, träumen und dann erkennen, dass es ein Traum ist. Und das erkennt man halt meistens daran, weil man Fehler in der Realität, sag ich mal, in Anführungszeichen, Realität des Traumes entdeckt. Und das ist halt, wenn du halt an einem Ort bist, der allen bekannten Regeln der Realität folgt, ohne Fehler und so weiter, dann kannst du davon ausgehen, das ist die Realität, vor allem wenn es andere Leute um dich herum auch waren. Ich bin sicher, jeder Mensch auf dieser Welt könnte eine Illusion sein. Das alles könnte nur ein Hirngespinst sein, aber irgendwo muss man halt auch anfangen zu sagen, okay, das ist jetzt Realität und andere Menschen sind auch real, weil wenn ich alles in Frage stelle, was ist real, was ist nicht real, dann werde ich mit im Fragestellen nicht mehr fertig und schaffe sonst nichts mehr. Daher gehe ich mal davon aus,
dass alles real ist und dass das hier ein Traum ist. Und wer ist der Unterdrücker? Der Grund dafür, dass wir hier für immer gefangen sind, dass uns der Zugang zu unseren Gefühlen und Wünschen fehlt. Es ist sein Ziel, dass wir die Hoffnung verlieren, dass wir aufhören zu glauben. Aber kann es sein, dass ich genau das tun muss, um mich von den Träumen der Vergangenheit zu lösen? Aufgeben? Wer sagt mir denn, dass sie mehr waren als Träume, die ich schon damals mit neuen Träumen begraben habe? Aber nein, noch bin ich nicht so weit. Noch hat er mich nicht gebrochen. Es ist menschlich, an der Hoffnung festzuhalten. An dem Glauben, dass ein Wunder geschieht, das uns befähigt, dem Schmerz ein Ende zu bereiten. Also warte ich und ihr mit mir. Für immer. Also bei der Hoffnung gebe ich ihm ja recht, aber Wunder brauche ich nicht. Genau das ist eigentlich der Punkt. Ich brauche kein Wunder. Ich brauche nur meine eigene Hoffnung, meine eigene Tatkraft. Punkt aus Ende. Und es war ein Traum. Aha! Was zum... Wie habt ihr das gemacht? Ja, das ist es eben. Wenn man weiß, dass ein Traum ist, dann hat man Kontrolle über ihn, weil dann weiß man, es ist nicht real und alles ist nur Vorstellung. Und das ist eben der Punkt. Sobald du merkst, es ist nicht real, dann ist das hier Matrix-Shit und den kann ich beliebig umstellen. Ihr habt sie einfach geöffnet. Aber das ist doch gar nicht möglich. All die Jahre hat sie mich gefangen gehalten und ihr... Ich kann das einfach nicht fassen. Wir müssen uns ansehen, was draußen ist. Wir werden nicht weit kommen, aber dennoch, wir müssen es sehen. Am Ende stellt sich heraus, er ist Unterdrücker und lockt uns hier in einen ewigen Quest im Kreis. Das Witzige ist, das passt hier eigentlich relativ gut sogar zu dem, was ich gerade lese. Ich lese ja immer noch Lovecraft, sein Lebenswerk ist ja lang genug, damit man lang lesen kann dran. Und der beschäftigt sich ja auch viel mit Träumen, also der da sein ganzes Universum basiert ja auch stark darauf, dass es halt eine... Ja, seht ihr, wenn ihr sowas... Oh shit. Wenn ihr sowas hier in der Realität, quote-unquote Realität, seht, dann wisst ihr, dass es nicht die Realität ist. Wenn ihr seht, wie ein Stuhl... Okay, die muss man schnell töten, bevor sie zaubern können. Haben wir eigentlich noch unser Zeug... Da ist auch wieder so, es tut mir leid, dass ich das nicht alles lesen kann, weil wahrscheinlich da haben Leute dran geschrieben. Ach stimmt, das ist ja Zutat und kein Essen. Bei den Göttern. Die Geißeln des Unterdrückers. Sie sind gekommen, um uns zu bestrafen. So, die muss man töten, bevor sie zaubern können. Dann geht die Sache. Und wir sind fast Level up. Also wenn ihr sowas in der Realität seht, dann könnt ihr euch sehr sicher sein, es ist eigentlich gar nicht so real, wie ihr vielleicht denkt. Dann wisst ihr, ist nicht real, kann man ignorieren, dann könnt ihr Scheiß machen. Also so erkennt man, ist es ein Traum oder ist es echt, indem man sowas sieht. Also ein guter Freund von mir lernt gerade luzides Träumen, er hat auch schon die erste Folge laut seiner Aussage, also er hat schon ein paar Mal geschafft, sich tatsächlich den Traum untertan zu machen und der hat dann ein sehr interessantes Buch dazu, habe ich auch mal reingeguckt und das halt im Endeffekt auch so ein bisschen so Tag, also wo halt einer erzählt, wie er halt das ganze luzide Träumen und so erlernt hat und wie er das alles erlebt hat. Und, ah, oh, Enderaler Krustenbrot gibt es auch in dieser Realität. Es gibt immer Enderaler Krustenbrot. Das Enderaler Krustenbrot, es ist nicht zu glauben. Krustenbrot! Entschuldigung, ich bin ein Fan dieses Krustenbrots, au. Und, kann ich denn einen Bogen bitte haben? Na, scheinbar nicht. Und der Typ, der hat das Buch, wo halt Erfahrungen von einem Typen da drin steht, im Buch, der hat auch luzides Träumen gelernt hat und der hat halt auch die Erfahrung gemacht, dass er gemerkt hat, dass nicht real ist und ein Traum ist. Und einmal hat der Typ halt gemerkt, dass es ein Traum ist, indem er gemerkt hat, dass der Schattenwurf der Bäume irgendwie um 3 Grad falsch ist. Also ein paar Grad nicht richtig ist mit dem Sonnenstand. Und ich dann auch denke, wie genau musst du bitte deine Realität im Auge behalten, um sowas zu erkennen oder deinen Traum? Aber daran hat er erkannt, dass es ein Traum ist und konnte er den Traum kontrollieren.
Und da hat sich wohl einer hängt. Panik. Okay, also nicht in Panik geraten. Hoffnungslosigkeit. Verzweifelt. Ja, komm, die ganzen negativen Sachen können wir gerne erhängen. Ich bleib positiv. Wie gesagt, ich brauche kein Wunder. Ah, dann nehmen wir doch mal Lebensenergie. Ich brauche kein Wunder. Ich brauche nur meine eigene Hoffnung und meine eigenen beiden Hände. Denn ich bin der Meinung, wenn man es nur versucht, kann ich im Leben alles schaffen. Und dazu brauche ich, wie gesagt, kein Gott, kein Wunder, kein gar nichts. Da brauche ich nur mich und mein Enderaler Krustenbrot. Mit Enderaler Krustenbrot und Hoffnung und meiner eigenen Hoffnung, meinem eigenen Glaube, dass ich es schaffen kann. Kann ich nicht tun? Au. Alles ähnelt sich so, Kann das ich ist es ein schaffen? verfluchtes Labyrinth. Beim rechten Weg. Wir hätten Bäh. die Zelle niemals verlassen sollen. Okay, Note. Wenn was klickt, eher zurück als nach vorne. Wir regenerieren aber noch gut. Ist ja eh sowas. Aus dem Grund kann ich auch verstehen, warum Leute Religionen folgen. Und sich verlieren. Wahrscheinlich waren die Mehr Leute das Krustenbrot. Gleiche wie wir, Woo! die zu leichtsinnig waren, um ihren Platz zu kennen. Jetzt sind sie tot. Einfach aufgelöst. Oh, bei den Göttern. Steh Wer mir hätte das bitte nicht. alles Mach so jetzt hier nicht einen auf Lydia und gewagt? steh in der Tür. Danke. So. Hier spielt bitte nicht die Lydia. Deshalb kann ich halt auch verstehen, warum. Aber ich habe. Genau aus dem Grund kann ich halt verstehen, warum manche Leute oder viele Leute oder die Mehrheit der Leute an Götter glauben oder Religionen und sowas folgen. Weil das halt den. Reue. Ich sehe, warum es Reue heißt. Sehr, sehr passend. Ich bereue das sofort, dass ich Reue genommen habe. Also merken nicht die Reue nehmen. Sehr gut. Jetzt muss er dann nochmal durchkämpfen. Na egal. Ja, das haben wir wohl bereut. Aber ich finde das sehr gut, dass der Kopf, den man dann nimmt und dann stirbt, heißt Reue. Ich habe mal wieder zu selten gequicksaved, habe ich auch das Gefühl. Das sollte ich öfter machen. Falls ich halt dumm sterbe. Ja, wieder Open-World-Spiele eben, die nicht so viele automatische Speicherpunkte haben. Man spielt relativ lange und man spielt eine Weile und Quicksave nicht, dann muss man halt wieder eine Weile alles doppelt spielen. Okay, das hat uns gerade wirklich sehr weit. Hab ich keinen anderen Speicherpunkt bekommen? Okay, ja, du hältst mal die Fresse. Ich werde das jetzt hier kurz nochmal als nachspielen und mir dann merken, dass ich quicksaven muss. Also ich spiele das neu. Ich spiele das kurz alles weit, also nochmal neu. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ich sag tschüss YouTube und bis dann, wenn ich hier nochmal diesen Weg gegangen bin. Das ist gerade ein bisschen nervig, dass da kein Speicherpunkt war. Aber ja, ich habe meine Lektion gelernt. Ich werde in Zukunft quicksaven. Bis dann, YouTube. Tschüss.